Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, der Frühling hat endlich Einzug gehalten und erfüllt unseren Wunsch nach Sonne, nach Wärme und aufblühender Natur. Die Prognosen für die kommenden Tage sind sommerlich. Beste Voraussetzungen also für ein schönes Osterfest. Aber es wird kein normales Osterfest werden, an dem wir gemeinsam in der Kirche Gottesdienst feiern können, an dem wir uns im Kreis der Familie treffen, um gemeinsam mit unseren Kindern und Enkelkindern bunte Ostereier zu suchen und anschließend gemeinsam das Osterfest zu feiern. Die Corona-Pandemie hat uns auch in Niedernhausen fest im Griff. Durch die Kontaktbeschränkungen ist das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft zum Erliegen gekommen. Kitas und Schulen sind geschlossen. Die Gemeinde Niedernhausen hat alle Hallen und das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen. Doch all das ist erforderlich, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verlangsamen. Auch ich appelliere an Sie alle, bleiben Sie zu Hause, beachten Sie die Regelungen der Kontaktsperre. Lassen Sie mich aber auch an dieser Stelle Dank sagen. Dank sagen an alle, die in dieser schweren Zeit den Laden am Laufen halten. An die Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken und in der Altenhilfe. An den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Hilfsorganisationen wie zum Beispiel ASB und DRK. An die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Lebensmittelläden. An die Lkw-Fahrer, die auch am Wochenende quasi rund um die Uhr fahren, um Waren in die Läden zu bringen. Von vielen Menschen in der Krise wird mit viel Engagement Großartiges geleistet. Besonders beeindruckt mich aber auch hier bei uns, dass die Gesellschaft zusammenhält und die Menschen sich gegenseitig helfen und unterstützen. Das ist großartig. Daher nochmals herzlichen Dank an alle, die sich in dieser schweren Zeit, auch in dieser schweren Zeit, für ihre Mitmenschen engagieren. Ostern ist ein Fest der Hoffnung. Es ist ein Fest, in dem wir mit Zuversicht nach vorne blicken sollten. Auch wenn wir das Osterfest nicht wie gewohnt feiern können, sollten wir alle diese Zeit nutzen, um zur Ruhe zu kommen, um Energie zu schöpfen für die Herausforderungen der Corona-Pandemie und des Alltags, sei es beruflich als auch privat. In diesem Sinne, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen ein festliches, ein sonniges und erholsames Osterfest. Bleiben Sie gesund!